Wieder in der Heimat? Ja, wieder in unserem schönen Deutschland. Sie ziehen um? Ja, ich habe geheiratet. Alles Gute. Viel Glück. Vielen Dank. Mein Mann, Leutnant der Luftwaffe, Harro Schulze-Boysen. Angenehm, Harnack. KLK an PTX, die Rote Kapelle. Ein neuer Film der DEFA, Studio für Spielfilme. Ein Farbfilm im 70mm Format und Totalvision. Ein Film der großen Besetzung. Horst Drinder und Irma Münch verkörpern das Ehepaar Mildred und Arvid Harnack. Barbara Adolf und Horst Schulze als Greta und Adam Kuckhoff. Klaus Piontek als Harro Schulze-Boysen. Es geht um etwas anderes. Es geht um Spanien. Bei mir im Ministerium gibt es eine besondere Abteilung. Im sogenannten Ernstfall plant diese Abteilung in Verbindung mit Canaris und Oberst Großkurt Sabotage- und Diversionsakte im Hinterland des Gegners. KLK an PTX, die Rote Kapelle. Das ist ein Film über die Widerstandsorganisation Schulze-Boysen-Harnack. Und was wird nun? Was soll werden? Morgen tanzen Sie wieder bei mir an. Ich bring's Ihnen bei. Wenn du ganz perfekt bist, kündigst du bei mir. Mit den besten Referenzen. KLK an PTX, die Rote Kapelle. Mit Eberhard Esche, Marilo Pohlmann, Jutta Wachowiak, Harry Pietsch, Günther Simon und Karin Lesch als Dr. Elfriede Paul. Ich will es aussprechen, auch wenn es mich den Kopf kosten kann. Nicht zu pathetisch. Adolf Hitler kommt in ein Nervensanatorium. Die SS-Führung wird verhaftet, die Gestapo ausgeschaltet. Wir reichen der Welt die Hand zum Frieden. Das ist Putsch! Ich fahre zurück. Ich hocke hier schon viel zu lange. Das kann eine freundliche Warnung von der Schweizer Seite gewesen sein. Außerdem deine Gesundheit. Ich fahre. Elfriede ist in Berlin. Hier sind deine Rufzeichen. KLK an PDX. Dazu die Frequenzen und Sendezeiten. Und der Schlüssel? Wir sollten beim Alten bleiben. Das vereinfacht. Haben Sie noch ein zweites Exemplar? KLK an PTX, die Rote Kapelle. Mit Ursula Karosheit, Manfred Karge und Johannes Wieke. Das ist Hilde. Ein alter Bekannter von mir. Ja, da will ich nicht weiter stören. Und Heidemarie Wenzel in der Rolle der Ina Schreier. Ein DEFA-Film. Aufgenommen an Originalschauplätzen. Mit einem schönen Gruß aus Berlin.